Wer morgens 6 Uhr in Florida zur Arbeit muss und sich dann nochmal umdreht, um noch 10 Minuten länger zu schlafen, der hat die Arschlochkarte. Denn kurz nach 4:30 beginnt schon die Rush-Hour. Da sind über 80.000 Fahrzeuge unterwegs, alles Pendler, die zur Arbeit müssen. Und dass die nicht alle so ausgeschlafen haben, das sieht man jetzt schon an den ersten Unfällen. Mein Pager hat es gemeldet und ich war schon dabei. Ich bin heute einen Tag wieder im Streifenwagen unterwegs und überwache mit den Polizisten zusammen den fahrenden Verkehr, aber nicht den ruhenden. Ja, für mich ist die Bahn schon immer mal eine Möglichkeit, mich in Ruhe in Miami aufzuhalten. Und das macht Spaß, aber sonst habe ich mein deutsches Fahrzeug und da bin ich sicher, umfahre die Staus und stehe einfach 10 Minuten früher auf, um ins Sendehaus zu fahren. Bastian, der mich jeden Morgen auf meinem Sendeparkplatz bei Channel 10 begrüßt, meint auch, du bist erholt angekommen, Joe.